Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat KuchenTV das neue Video hochgeladen. Was wurde aus Leon Mascher eigentlich? Ich persönlich kann zu ihm jetzt nichts sagen. Ich meine, der ist ein relativ umstrittener YouTuber. Gerade aufgrund dessen wegen seinen ganzen Pranks und auch wegen der Aktion mit ApoRed, dem Bombenprank und so weiter und so fort. Ich meine, ich denke, er hat einen relativ negativen Einfluss auf die Leute, mit denen er Videos macht, weil er einfach ein bisschen ja anders tickt. Und ja, aber persönlich so, ich kenne ihn ja nicht, ich kann dazu auch gar nichts sagen. Ich meine, manche Leute kommen in Videos auch anders rüber, als sie in echt überhaupt sind. Und ja, ich würde mir einfach sagen, wir gönnen uns einfach mal das Video. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich meine, Copacabana war ein übertrieben krasser Song. Also ich feiere den Song unnormal. Der hat doch bestimmt 70 Millionen Klicks schon. Wir können gleich schauen. Ja, schauen wir einfach mal kurz. So, wie schreibt man die Scheiße überhaupt? So, hier. 61 Millionen Klicks und auf jeden Fall auch verdient. Ich meine, das war letztes Jahr meiner Meinung nach der krasseste Song. Also ein richtig fetter Sommersong. Habe ich übertrieben gefühlt, ich höre den auch immer noch, feiere ich übertrieben. Die anderen Lieder, ja, sind nicht so mein Geschmack, aber wir geben uns einfach mal das Video. Hier natürlich Werbung auf meinen Nacken, sei euch gegönnt. Mit Wix erstellt. Geht einfach auf wix.com. Jo, Freunde der verlorenen Unschuld, warum auch immer ich das gerade gesagt habe, das passt einfach null. Ich dachte mir mal, dass ich ein Video zum YouTuber Leon Mascher mache. Der wird euch wahrscheinlich allen vom Begriff sein, da er mit seinen 2,3 Millionen Abonnenten und etlichen Skandalen eigentlich jemand ist, der auf YouTube ziemlich bekannt ist. Wie so ein alter Hund, wie man so schön sagt, beziehungsweise war er das. Denn in letzter Zeit, beziehungsweise eigentlich fast schon in den letzten Jahren, ist es immer ruhiger um den lieben Leon Mascher geworden, bis man heute so gut wie gar nichts mehr von ihm mitbekommt. Zumindest ich und einige Abonnenten nicht, die mir das als Vorschlag geschickt haben. Ja, ab und zu lädt er noch den ein oder anderen Prank hoch. Demnächst hat er ja, was heißt demnächst, vor 2 Monaten oder so den Mero-Prank gemacht. Ja, den er auch, glaube ich, mittlerweile gelöscht hat. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat ihn schon runtergenommen. Aber sonst hört man echt relativ wenig von ihm. Es hat mir eigentlich gar keiner geschickt, aber jetzt kann ich wenigstens sagen, dass ich nicht einfach nur Klicks mit Leon Mascher wollte, sondern euch das interessiert. Wenn ich dumm wäre, was ich nicht bin, weil ich bin hochbegabt und das sogar ziemlich doll, werde ich euch nicht nur in 4 Sätzen erzählen, was ihr heute macht, denn mehr wird das nicht, sondern ich werde das Video damit auf 10 Minuten strecken, dass wir nochmal ein paar seiner Skandale durchgehen, damit wir nicht vergessen, warum wir Leon eigentlich überhaupt nicht mögen. Leon Mascher ist vor allem dadurch bekannt geworden, einige Fake-Pranks mit seinem YouTube-Kollegen ApoRed gedreht zu haben. Ein Video, welches ich euch hier auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Wahrheit über ApoRed und Leon Mascher von Mimi. Die beiden haben nämlich einen sogenannten Schuhklau-Prank auf dem Kanal von Leon Mascher hochgeladen. Dort ging es darum, dass ApoRed alle seine Sneaker geklaut worden sind, sogar die neuen Underwater Motherfuck, und er dann halt ausrastet und im Grunde ist das halt das ganze Video. Leider haben sie in diesem Video sehr, sehr viele Fehler drin gehabt. In der einen Szene hat man einfach die andere Kamera gesehen und dann fehlt auf einmal eine Wasserflasche, die eigentlich woanders stehen musste. Zum Glück ist denen der Fehler auch irgendwann aufgefallen, nachdem diese Pranks bereits einige Tage online gewesen sind, und so haben sie sich dazu entschlossen, einen anderen Prank zu faken, in dem ApoRed sagt, dass das ja viel zu weit ging und er das Video löschen soll. Das fand ich damals schon mega dumm. Ich meine, die pranken sich den ganzen Tag, machen jede Scheiße. Aber du hast so getan, als wäre meine Aber jetzt mal Real Talk am Rande. Es gibt ja so viele Pranks, auch die Videos auf Facebook, gerade mit diesen geldgeilen Viber oder blechgeilen Viber, die dann doch zu einem Typen kommen, wenn er dann in sein Lambo einsteigt und so. Ich meine, die ganzen Pranks sind doch gefaked. Ich meine, die beruhen vielleicht auf wahre Begebenheiten, definitiv. Aber ich meine, welcher Prank ist... relativ wenige sind echt. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, was ich meine. Schuhe weg! Das fand ich schon, bevor ich das Video von Mimi gesehen habe, ziemlich suspekt. So, ein weiteres Fachwort, um intelligent zu wirken? Check! Danach hat Leon das Video wieder hochgeladen und tada! Komischerweise waren alle Szenen weg, an denen man erkannt hat, dass das Ganze nur gefaked war. Durch Mimi ist das dann leider aufgeflogen und die beiden haben dadurch schon einen ziemlich guten Shitstorm abbekommen. Mimi wollte dann Leon Mascher zur Rede stellen und hat das wenige Monate bei der Gangtour in Berlin auch versucht. Der mutige Leon hat angefangen, willst du mich schlagen, Mimi, rumzurufen, als Mimi die Kamera auf ihn gerichtet hat und gefragt, warum er seine Videos fällt.
trägt. Leon hat sich dann Verstärkung geholt, Mimi ist nach draußen geflüchtet und dann haben sie mit 4 oder 5 Leuten Mimi die Speicherkarte weggenommen, ihnen gesagt, dass sie ihn geboxt hätten, wenn da keine Kinder wären, was auf jeden Fall schon mal für die spricht und ihn ein wenig beleidigt. Das Ganze ist natürlich absolut widerlich und peinlich. Wenn ich Mimi gewesen wäre, hätte ich mich in der Aktion aber bei Tanzverbot gehalten. Ich meine, um ihn herum standen so 1000 Kinder, da wäre wahrscheinlich dann gar nichts passiert, weil das Hunderte gefilmt hätten. Ist aber verständlich, dass Mimi da weggelaufen ist. Ich meine, in so einer Situation denkst du meistens nicht objektiv. Das ist mit der traurigste Moment der deutschen YouTuber-Geschichte gewesen, zumindest sehe ich das so. Vor allem, weil Leon seine Streitigkeiten halt nicht mal alleine lösen kann, sondern irgendwelche Mitläufer und Sammy Desu benötigt, um ihn dann fertig zu machen. Gewalt ist ja generell peinlich und das Wort der Dummen, aber das hier hat man quasi nochmal auf eine neue Stufe gebracht. Vor allem könnte Leon auch einfach seine Videos damit rechtfertigen, dass diese nur der Unterhaltung dienen. Und schon könnte man relativ wenig dagegen sagen. Zu sagen, dass man geschlagen wird, andere Leute zu mobilisieren und ihnen dann unter Gewalt die Speicherkarte abzunehmen, ist halt einfach nur peinlich. Und dann hat Leon das Ganze ja nicht mal selber geklärt. Er ist der Letzte, der rausgerannt ist und ist dann lieber zu den Kids gegangen, als sich um Mimi zu kümmern. Also Top 10 Leute, die Eier haben auf jeden Fall. Soweit ich weiß, ist Mimi damit auch leider nicht zur Polizei gegangen. Ich meine, diesen abgehobenen Idioten hätte man es auf jeden Fall zeigen sollen, dass sie sich hier nicht einfach alles erlauben können. Traurigerweise wird sowas nämlich von YouTube wieder viel zu schnell vergessen. Oder wirft das heutzutage irgendwer noch Leon vor? Außer KuchenTV? Ich glaube nicht. Anschließend gab es vor knapp 2,5 Jahren, Junge, wie lange das einfach her ist, die Zeit, als Leon und ApoRed sogenannte 24-Stunden-Videos gedreht haben. Die beiden haben sich damals beispielsweise bei McDonald's über Nacht einsperren lassen oder versucht nach Ladenschluss in einem Kino und Ikea zu bleiben und da halt irgendeinen Unfug zu treiben. Natürlich dachten sehr viele, mich eingeschlossen, dass das Ganze einfach nur gefaked ist. Ich empfehle euch dazu mein Video Faken Leon Mascher und ApoRed ihre 24-Stunden-Videos. Nachdem die beiden dafür ja offensichtlich auch angezeigt worden sind und ich im Video auch mit der McDonald's-Filiale telefoniert habe, kann man wohl davon ausgehen, dass das Ganze tatsächlich nicht gefaked war und krass. Trotzdem war das teilweise einfach so schlecht umgesetzt, dass man das trotzdem denken konnte. Herzlichen Glückwunsch für eure Dummheit. Leider findet man hierzu keine öffentlichen Berichte zu irgendeiner Verhandlung oder sowas. Ich wüsste wirklich gerne, was dabei rausgekommen ist. Glücklicherweise ist das ja nicht das einzige Vergehen, was Leon Mascher in seiner Laufbahn als YouTuber bisher so angestellt hat. Denn im Frühjahr 2018 hat er ein Video hochgeladen, wo er in einem Auto mit Martinshorn rumgefahren ist und andere Leute dazu gebracht hat, die Hände zu heben, sich auszuziehen oder einen Alkoholtest zu machen. Das Ganze natürlich als verkleideter Polizist. Dafür wurde er zu 37.500 Euro unter anderem wegen Amtsanmaßung, die er, soweit ich weiß, auch einfach bezahlt hat. Ich wollte gerade sagen, das ist halt auf jeden Fall strafbar, wenn die Scheiße macht. Aber es ist schon lustig, mal ganz ehrlich. Naja. Wurde es erstmal ruhig um den YouTuber. Klar, noch mehr Skandale kann man irgendwann halt auch nicht mehr verkraften. Vor allem, wenn man vorbestraft ist, werden die Strafen natürlich immer größer und irgendwann steht auch eine Haftstrafe im Raum. Nochmal danke an Mimi, dass du nicht zur Polizei gegangen bist, denn 37.500 Euro ist schon eine ziemlich heftige Strafe. Wäre da vorher was durch dich bei rumgekommen, wäre Leon eventuell sogar im Knast gelandet. Die nächste Sache, mit der Leon auf sich aufmerksam gemacht hat, ist sein Lied Copacabana. Auf YouTube hat das Ganze knapp 55 Millionen Aufrufe und auf Spotify etwa 38 Millionen Streams. Damit ist der halt wirklich komplett durch die Decke gegangen. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe das Gefühl auch in jedem Club gehört, wo ich in den letzten 8 Monaten feiern war. Gut, das waren gefühlt 2, aber trotzdem. Das lief sogar auf der Kirmes in Soest. Auf einer Kirmes, wo 50-jährige Single-Mütter cringig rumtanzen. Ich denke mal, gerade damit wird er finanziell echt einiges verdient haben. Alleine auf Spotify bekommt man für 1 Million Klicks 3.000 Euro. Das heißt, er hat alleine mit Spotify knapp 120.000 Euro verdient. Aber seitdem ist es eigentlich ziemlich ruhig um den jungen YouTuber geworden. Er hat vor 2 Monaten noch seinen Song Trigger rausgehauen, wo er wahrscheinlich einfach gehofft hat, dass dieser nochmal genauso abgeht. Mit gerade mal 1,2 Millionen Klicks, ja, war das einfach ein kompletter Flop. Aber immerhin bist du ein One-Hit-Wonder, mit dem du wahrscheinlich auch genug verdient hast. Tja, aber wie sieht das Ganze eigentlich heute aus? Momentan erstellt er kaum noch Videos auf YouTube, ungefähr 1 bis 2 im Monat, die dafür aber sogar ziemlich viele Klicks bekommen. Der Inhalt der Videos ist wie gewohnt natürlich halt einfach kacke. Wir haben halt alles, was bei einem guten Assi-YouTuber nicht fehlen darf. Clickbait aller 1-Euro-Döner versus 20-Euro-Döner. Ich meine, kein Döner der Welt kostet 1 Euro. Und Scheiße, Clickbait-Alarm sein Vater. Das ist geil. Ja, auch nicht. Vor allem geht das Video 10 Minuten 8. Was ein Zufall. Und die filmen sich einfach nur dabei, wie sie 2 Döner essen. Also das sind nicht wirklich mal Content, da kann man die 100.000 Views auf jeden Fall verstehen. Genauso das Video Ich kaufe alles, was Selim anfasst, ist halt ebenfalls einfach nur ein dummes Video. An sich eine coole Idee, finde ich sogar wirklich, aber dadurch, dass er diesem Selim jedes Mal genau zu einem bestimmten Produkt navigiert oder ihn zwischen 3 Sachen entscheiden lässt, ist der Titel halt nicht mal ansatzweise zutreffend. Am Ende sitzt er dann sogar noch in einem Lambo, den er angefasst hat. Den von Simon. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er jetzt nicht Selim gehört und das einfach nur wieder ein schlechter Clickbait ist. Ich kann auch sagen, ich kaufe alles, was du anfasst, aber ich entscheide, was du berührst. Ich meine, wow, dann lass das Video doch direkt. Was ist denn dann der Inhalt davon? Das Beste ist aber, dass er auf Facebook und Instagram ebenfalls hin und wieder Pranks und andere Videos hochlädt. Auf Facebook sagt er dann beim Supermarkt-Prank folgendes. Facebook, das wird...
Jo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leon Mascher am Start. Heute ganz speziell auf Facebook. Das wird ein cooles Facebook-Video. Ich würde sagen, wir pranken heute die Leute. Auf Instagram sagt er dazu. Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Leon Mascher am Start. Heute ganz speziell auf Instagram. Ein Prank nur für meine Instagram-Community. Gebt jetzt schon mal ein Like. Ich würde sagen, viel Spaß. Obwohl es bei beiden das gleiche Video ist. Gut gemacht, Leon. So kann man aussagen, dass man extra für die Seite ein Video erstellt hat. Ansonsten macht er online wohl nicht mehr allzu viel. Seit 2017 ist er ja Mitbetreiber einer Happy Waffle Filiale in Hamburg und diese läuft wohl auch ziemlich gut. Ich meine, es ist ein Waffelladen. Lustigerweise hat er am Tag, wo ich das Skript schreibe, irgendein Jubiläum gehabt und die haben wohl Waffeln für 1 Euro verkauft, was abgebrochen werden musste, weil das dann zu viele geworden sind am Ende. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Krass. Er heutzutage entweder keine Lust oder nicht mehr so viel Zeit hat, sich um seine Videos zu kümmern. Wobei die in 2 Stunden gedreht sind, also es ist wohl eher das Erste. Ich kann mir vorstellen, dass er vor allem mit dem Waffelladen sehr viel Geld verdient und sich derzeit eher da weiter versucht, was aufzubauen, anstatt sein Geld und seine Reichweite mit YouTube zu erhöhen. Daher kommen wahrscheinlich auch weniger Videos. Kann ich natürlich nur schätzen, ich weiß nicht, was er macht. Dazu hat er mit Songs wie Copacabana wahrscheinlich auch so viel verdient, dass er sowieso ein paar Jahre lang jetzt erstmal gar nichts mehr machen müsste. Obwohl Leon an sich nicht der Klügste ist, was Entscheidungen auf YouTube angeht, muss man zugeben, dass er sein Geld wohl klug investiert hat und jetzt wahrscheinlich auch, wenn er seinen YouTube-Kanal nicht mehr so aktiv führt, mehr als genug Geld verdienen wird. So sieht es auf jeden Fall gerade bei Leon aus. Übrigens stellen viele in den Kommentaren immer mal wieder die Frage, was eigentlich mit Locke passiert ist. Locke war ein älterer Herr, der immer wieder in den Videos von Leon Mascher zu sehen war. Er hat bei etlichen Pranks und anderen Videos mitgewirkt, aber auf einmal war er halt nicht mehr da. Natürlich ist es schwierig, Locke irgendwie zu kontaktieren, aber übereinstimmend schreiben Leute immer wieder in die Kommentare, dass Locke wohl obdachlos in Hamburg ist und der behauptet, dass Leon ihn lediglich ausgenutzt haben soll und schlussendlich liegen gelassen hat. Finde ich persönlich einfach eine Frechheit und zeigt, dass Leon, wenn das denn stimmt, menschlich ziemlicher Abfall ist. Natürlich kann es doch einfach irgendeinen Streit gegeben haben und Locke ist jetzt einfach sauer, von daher weiß man ja gar nicht, was passiert ist, aber Leon wird durch Locke... Ist auch nur eine Vermutung, ich meine, wer weiß das schon von denen, wird der einfach so in den Raum geworfen. Einiges an Geld verdient haben, sich an einem Obdachlosen zu bereichern und diesen dann einfach fallen zu lassen, wenn man keinen Bock mehr hat, ist meiner Meinung nach einfach mega schwach. Leon hätte hier zum Beispiel auch einfach mal zeigen können, dass er eben kein Abfall ist und ihm dabei helfen können, dass Locke wieder eine Wohnung findet und zurück ins Leben kommt. Ob mit oder ohne YouTube, ist ja erstmal vollkommen egal. Vor allem ist das doch auch einfach dumm. Locke wurde ganz gut von der Leon-Community aufgenommen. Warum startet man da keinen gemeinsamen Kanal oder einen von Locke, wo Leon von mir aus 50% der Einnahme bekommt? Den hätte man locker easy hochpushen können und so hätte es sich schlussendlich für beide rentiert. Aber so jemanden schamlos für Videos auszunutzen und dann fallen zu lassen, wenn man keine Lust mehr darauf hat, das ist einfach nur armselig und schwach. Was geht bei euch so? Schreibt's einfach mal in die Kommentare. Okay, thanks, bye. Dies ist ein Spot für ein Projekt. Ja, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, was eure Meinung zu Leon Mascher ist. Ich meine, es gibt natürlich viele, viele negative Meinungen zu ihm und auch eigentlich nur negative Berichte oder sonst was über ihn. Ich meine, da gibt es überhaupt keine positiven. Sehr umstrittener YouTuber. Wie gesagt, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert KuchenTV auf YouTube und folgt mir auf Instagram.